Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach westlichen Astrologie. Liebe Bialiria, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop, bildhaft dargestellt nach westlichen Astrologie. In diesem Bild ändert sich nichts. Und das bedeutet, so war die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist wie eine Momentaufnahme. Und das ist einzigartig. Was aber sich ändert, das bist du und machst du Lebensschritte in 7 Jahren Perioden. Und alle 7 Jahren bewegen wir uns in anderen Boden. Andere Themen sind wichtig, andere Eindrücke haben wir oder Begegnungen. Du verabschiedest langsam von Widderperiode und übergehst in Stierperiode und dann hast du die Lebensfreude, kommst zur Ruhe, kümmerst um die Besitz. Und Stier bedeutet auch, dann kannst du auch mal zurücklehnen und dein Leben genießen. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet bedeutet übersetzt beweglichen Sternen und oder Wandelsternen. Und diese Bewegung nennt man Transit und diese Transitbewegung löst etwas im Geburtshoroskop aus und genau das schauen wir auch an. Juni 2019. Die beiden Mondknoten nehme ich raus von Geburtshoroskop, weil ich brauche die Bilder. Weil sie bewegen sich auch und ich habe keine zweite Karte für die Mondknoten. Uranus bewegt sich im Stier und Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus bleibt etwa 7 Jahre lang in ein Tierkreis zeichnen. Also hier wirkt ziemlich lang und das heißt für dich, etwas ändert sich bei dir finanziell oder du kümmerst um das Besitz, bekommst du mehr Anerkennung, Ansehen, du wirst deine Ziele erreichen, im Tat umsetzen, stehst mehr in die Öffentlichkeit, kannst du dein Leben genießen oder ändert sich etwas bei dir beruflich. Sonne und Venus befinden sich in Zwillingen. Sonne zeigt die Monatsthemen und das sind Kontakte, Verbindungen. Hier im 11. Lebensbereich heißt es Freundschaften oder Kontakte in einen Verein. Venus bewegt sich hier auch. Das kann auch anderen Frauen sein, Freundinnen, Bekannten und hier die Kontakte pflegen. Außerdem die 11. Lebensbereich sind unsere Wünsche, Hoffnungen und das kann natürlich Liebe, Partnerschaft sein. Merkur und Mars ist im Krebs. Merkur, Mars ist hier im Krebs. Hier hast du ein Mars-Wiederkehr. Weil in dein Geburtshoroskop ist Mars auch hier im Krebs. Und das bedeutet, wenn du dich kraftlos fühlst, müde, erschöpft, dann ziehe dich zurück, damit du wieder Kraft hast. Merkur hier im 12. Lebensbereich bedeutet geheime Gespräche, Geheimnisse. Es kann sein, dass du deine Geheimnisse hast und du sollst schweigen oder andere erzählen ihren Geheimnisse.
Hier sind auch die geheimen Feinde. Möglich ist auch, dass jemand spricht über dir schlecht hinter deinen Rücken und du brauchst die Kraft, dich zu behaupten. Mars bedeutet auch der Mann oder männlichen Personen und hier hast du Gespräche über diesen Mann oder mit diesem Mann ist auch möglich. Jupiter vergrößert etwas, Jupiter ist aber rückläufig und diese Rückläufigkeit bedeutet, es ist gebremst momentan, wenn wir versuchen etwas zu vermehren. Jupiter hat auch einen Einfluss auf die Gerechtigkeit und öffnet unseren Augen auf Ungerechtigkeiten. Die Rückläufigkeit bedeutet diesmal dann karmische Themen oder Vergangenheit. Jupiter ist im Schütze. Jupiter bedeutet auch Weisheit oder Glück und das erlebst du entweder im Reisen, Ausland oder mit den Kindern. Schütze hat auch einen Bezug zu unserem Glauben, auch die Spiritualität in diesem Weg zum Gehen. Und dann Jupiter ist die Weisheit. Saturn, Pluto und die absteigende Mondknoten ist im Steinbock. Und Saturn ist rückläufig, Pluto ist rückläufig, zeigt auch karmischen Themen, Vergangenheit. Und die absteigende Mondknoten hat auch mit Karma was zu tun, auch mit Vergangenheit. Saturn und Pluto befinden sich genau in diesem Knoten und hier aktiviert karmischen Erinnerungen und das im Steinbock, im sechsten Lebensbereich, das wirkt bei dir auf dem Alltag oder auf die Arbeit. Neptun lässt unseren Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Neptun ist hier im Fischen. Und hier hast du diese Transformation, Vertrauen, das Fluss des Lebens, Vertrauen auf deine Träume. Die aufsteigende Mondknoten ist hier im Krebs und das ist dein karmischer Weg gerade und das sind die tiefen Geheimnisse des Lebens oder Rückzug. Juli. Sonne und Venus ist im Krebs. Mondknoten bleibt. Sonne, Venus ist im Krebs. Es sind alles hier im Geheimen. Krebs zeigt auch oft Rückzug. Also ein Rückzug ist sehr wichtig. Aber wenn du Geheimnisse hast bezüglich Liebe oder bezüglich zu dieser Frau, dann schweige lieber, weil Sonne ist die Licht und es kommt ins Licht. Also wird weiter erzählt. Also hier möglich ist Liebesgeheimnisse oder Geheimnisse mit dieser Frau oder geheime Feinde und das ist eine weibliche Person. Mars und Merkur ist im Löwen. Und das bedeutet hier Gespräche und das kommt auf dich persönlich zu, das vermehrt sich auch. Mars zeigt die Kraft, aber kann auch ein männlicher Person sein, der die Gespräche zu dir sucht. Die Mondphasen habe ich Juni nicht gesagt, also wir kehren jetzt zurück zum Juni und ich erwähne die Mondpositionen Vollmond, Neumond und Halbmond. 3. Juni ist Neumond in Zwillingen. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation
Und das erlebst du hier im 11. Lebensbereich. Worüber sollst du nachdenken? Das sind deine Wünsche oder Freundschaften. 10. Juni ist Halbmond im Jungfrau. Halbmond ist Spannung, Nervosität, Unsicherheit. Hier im Jungfrau betrifft die Werte. Entweder bekommst du keine Wertschätzung und das bringt dir aus der Ruhe, oder achte auf die Finanzen. 17. Juni ist Vollmond im Schütze. Vollmond bedeutet, das wird beleuchtet, bestrahlt. Da sollen wir hinschauen. Da sind Schütze-Themen wie Bewegung, Reisen oder eine innere Reise, aber auch Themen mit Kindern hier im 5. Lebensbereich oder deine Kreativität, deine Lebensfreude. 25. Juni ist Halbmond im Widder. Die Spannung ist bei Neuanfang oder bei Reisen. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Rückläufigkeit bedeutet, es wird gebremst oder Vergangenheit. Und hier handelt es sich um das Loslassen, also du neigst dazu, da etwas noch bewahren, behüten oder festhalten. Und das bremst deine Träume zum Leben oder kommen Erinnerungen von Vergangenheit. Juli 2019, 8. Juli wird Merkur rückläufig, das bremst die Gespräche oder Termine, im Verträgen zögert sich etwas oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit und du bekommst eine Nachricht oder kommt zum Gesprächen. 2. Juli ist Neumond im Krebs, Rückzug. Besonders hier im 12. Lebensbereich ist auch sehr wichtig. 9. Juli ist Halbmond im Waage. Das ist Unsicherheit, Nervosität, kippt die Gleichgewicht, Spannung in Schulungen oder mit Verwandten. 16. Juli ist Vollmond im Steinbock. Das erlebst im Arbeit, im Alltag, das wird beläutet. Das sollte man genau hinschauen. 25. Juli ist Halbmond im Stier. Wieder die Spannung, du hast das Gefühl, du bist übersehen, geht nichts voran oder in Finanzen gibt Verlust. August 2019. Sonne, Merkur und Venus ist im Löwe und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, auf dein Aussehen, auf dein Auftreten. Da hast du die Glanz, deine Weiblichkeit, kommt einiges in Bewegung, kommen auch Gespräche auf dich zu. 2. August wird Merkur direktläufig, ändert sich die Richtung, endlich kommt alles in Bewegung. 12. August wird Jupiter direktläufig und das heißt hier, Jupiter bringt Glück in dein Leben, vermehrt etwas und ändert sich die Richtung und das ist Bezug zum Kinder oder Kontakt zum Kinder und auch deine Lebensfreude, deine Kreativität. 12. August wird Uranus rückläufig und Uranus hier oben, das bremst die Veränderungen oder du sollst noch was überprüfen. 1. August ist Neumond im Löwe, das ist Rückzug, Nachdenklichkeit, das trifft dich persönlich. Über deine Persönlichkeit oder auf dein Auftreten, dein Aussehen. 7. August ist Halbmond in Skorpion, Spannung zu Hause oder kleine Reparatur. 15. August ist Vollmond im Wassermann, beleuchtet Thema Partnerschaft. 23. August ist Halbmond in Zwillingespannung mit Freunden oder hast du Wünsche und in diesem Tag neigst du dazu, das aufzugeben oder kommen Unsicherheiten.
30. August ist Neumond im Jungfrau. Nachdenklichkeit über Besitz, Finanzen, Werte oder sollst das Geld zurücknehmen, zurückhalten. September. Sonne, Merkur, Mars, Venus ist im Jungfrau. Sehr viel Energie fließt hier im Jungfrau. Und das ist Reinigung, Heilung und Thema ist Besitz und Finanzen. 18. September wird Saturn direktläufig, ändert sich die Richtung. Hat auch einen großen Einfluss auf unser Leben, weil Saturn beeinflusst unser Schicksal. Schicksalhafte Begegnungen, schicksalhafte Veränderungen und bei dir hier im Alltag oder in deiner beruflichen Situation. 6. September ist Halbmond im Schütze, Spannung mit Kindern oder fehlt die Lebensfreude oder kommen Kindheitserinnerungen. 14. September ist Vollmond im Fischen. Thema wird beleuchtet wie Loslassen oder Transformation oder Ämter, besonders wenn es um Finanzen geht oder Erbschaften. 22. September ist Halbmond in Zwillinge, Spannung im Freundeskreis oder die Neigung, die Wünsche aufzugeben. 28. September ist Neumond im Waage. Rückzug von Verwandten oder überlegen, was sollst du lernen. Und in dem Tag musst du dich auch nicht unbedingt behaupten gegen Konkurrenten, eher bleib im Rückzug. Oktober, Sonne und Mars ist im Waage. Monatsthema ist Waage-Themen und das ist Gerechtigkeit, inneren Gleichgewicht, Schönheit, Kreativität, Partnerschaft. Mars-Energie kann eine männliche Person sein, der auf dich wirkt und du setzt dich durch gegen Konkurrenten oder vielleicht gegen die Verwandten. Und Merkur und Venus ist im Skorpion und das bedeutet entweder ein Vertrag, und das hat mit deiner Wohnsituation was zu tun. Oder hast du einen Besuch von einer weiblichen Person und ihr lernt etwas oder habt ihr Kommunikation. Venus hier im vierten Lebensbereich kann auch bedeuten, du verschönerst etwas zu Hause. 4. Oktober wird Pluto direktläufig. Pluto ändert sich hier die Richtung. 5. Oktober ist Halbmond im Steinbock, Spannung im Alltag, im Arbeit. 13. Oktober ist Vollmond im Widder, wird den Weg beleuchtet, wohin geht die Reise oder woran glaube ich. 21. Oktober ist Halbmond im Krebs, Spannung und es ist gut, dieser Rückzug. 28. Oktober ist Neumond in Skorpion und es wird Thema Wohnsituation beleuchtet. Oder klärt sich etwas auf. November, Sonne, Merkur und Mars ist im Skorpion. Und hier Sonne, Merkur, Mars in Skorpion. Habe ich falsch ausgelegt? Hier, genau. Sonne, Merkur, Mars in Skorpion. Und aktiviert bei dir Thema deine Wohnsituation. Es kann auch bedeuten, dass eine männliche Person im Haus kommt, das kann auch eine Reparatur sein und ein Handwerker
handelt sich auch um Verträge und die Wohnsituation wird beleuchtet, also ändert sich etwas wohnlich. Oder du setzt deine Kraft ein und du lernst etwas Neues oder gründest du etwas. Venus ist im Schütze und das kann die Kinder bedeuten und das ist weiblich, ein Mädchen. Oder du lebst die Liebe und genießt diese Lebensfreude. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig, dann ab 21. November wird Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig und hier kommt Neptun in Bewegung und das aktiviert unsere Kreativität, unsere Träume und endlich geht alles voran oder ermöglicht, dass wir in Tat umsetzen. 4. November ist Halbmond im Wassermann. Das ist eine gewisse Spannung in Partnerschaft. 12. November ist Vollmond im Stier. Die Ziele, Zielsetzung oder Berufung oder Öffentlichkeit, das wird beleuchtet. In die Richtung sollen wir schauen. 19. November ist Halbmond im Löwe. Das trifft dich persönlich, eine gewisse Unsicherheit oder Einflüsse von außen, was dich nervt. 26. November ist Neumond im Schütze, Rückzug, Nachdenklichkeit über Kindheit oder über Kinder. Dezember. Mars ist in Skorpion und das kann bedeuten, dass du müde, kraftlos bist und brauchst die Ruhe, ziehst dich zurück in dein eigenes Zuhause oder durch diesen Mann ändert sich bei dir etwas wohnlich oder du setzt deine Kraft ein, zu Hause in die Wohnung oder Haus oder diese männliche Person kommt, hilft dir, kann auch ein Handwerker sein. Sonne und Merkur ist im Schütze. Jupiter verabschiedet von Schütze. Sonne, Merkur ist im Schütze. Monatsthemen sind Reise, Orientierung, Kinder, eigene Kindheit, Kreativität, Lebensfreude. Und hier sind die Gespräche, die Kontakte. Jupiter übergeht im Steinbock und Venus auch. Und das bedeutet für dich Glück, Chancen, Möglichkeiten, etwas verbessern in deinem Alltag oder in deiner beruflichen Situation. 4. Dezember ist Halbmond in Fischen. Und das kann hier Spannung sein mit Ämtern oder in einer erbschaftlichen Situation oder die Neigung, etwas festzuhalten, Angst, etwas loslassen müssen oder Verlustangst. 12. Dezember ist Vollmond in Zwillingen, beleuchtet Themen Freundschaften, Wünsche. 19. Dezember ist Halbmond im Jungfrau. Und das bedeutet Spannung, was die Werte betrifft oder Geldverlust, also auf dem Geld, auf den Finanzen achten. 26. Dezember ist Neumond im Steinbock. Entweder war zu viel Arbeit und man sollte sich ausruhen oder nachdenklich sein, was könnte man verändern in Wohnsituation oder in Arbeit oder Gesundheit. Hier bei Steinbock Energie, was die Gesundheit betrifft, haben wir oft Probleme mit Knochen oder Zähnen. Also das kann auch Arztbesuch sein. Januar 2020. Mars ist im Schütze. Das kann
eine Junggesellen und dann handelt es sich um Kinder, die Verbindung zum Kinder oder Begegnung mit einer männlichen Person und das schenkt Lebensfreude. Sonne Merkur ist im Steinbock. Monatsthema ist Gesundheit und Arbeit. Und durch die Merkur-Energie sind hier Termine oder Vertrag oder Gespräche. Und Venus ist im Wassermann und aktiviert Thema Liebe, Partnerschaft. Februar 2020, Venus übergeht im Widder. Venus bewegt sich relativ schnell, also erstmal in Fischen und dann hier Anfang des Monats schon im Widder. Sonne im Wassermann und Merkur in Fischen. Sonne im Wassermann, Monatsthema ist Partnerschaft und Merkur hier in Fischen, entweder Termine mit Ämtern, das hat immer mit Finanzen was zu tun, entweder Erbschaft oder Finanzamt oder Banken, Versicherungen. Merkur zeigt auch die Zeit der Jugend und kann auch Erinnerungen sein und hier lernst du nicht alles festzuhalten von diesen Erinnerungen oder die Erneuerungsprozesse, dass du diese jugendlichen Ausstrahlung wieder hast. März 2020, Venus ist im Stier, aktiviert Thema Öffentlichkeit. Entweder du als Frau bist wahrgenommen oder hast du Kontakte mit einer weiblichen Person in Öffentlichkeit. Hier liegt auch die Berufung, das zeigt deine Kreativität oder dein Glück beruflich. Mars ist im Steinbock. Entweder setzt du deine Kraft ein in die Arbeit oder hast du Begegnung im beruflichen Umfeld mit einer männlichen Person. Das kann auch sein Beruf sein. Merkur ist im Wassermann und Sonne ist in Fischen. Bei Merkur im Wassermann Gespräche. Entweder über die Partnerschaft oder mit Partner. Und Sonne in Fischen beleuchtet die Thema Loslassen oder Ämter, besonders wenn es um Geld geht. April 2020, Sonne und Merkur ist im Widder. Monatsthema ist Neuanfang oder Reisen oder Prüfungen oder Spiritualität. Bei Merkur handelt es sich um Gespräche, Kontakte, Termine. Venus ist in Zwillingen. Und das kann bedeuten, dass dein Wunsch ist, die Liebe, Partnerschaft, Leben oder hast du Verbindung einer oder mehreren Frauen im Freundeskreis. Und Mars ist im Wassermann. Und das heißt eine Begegnung mit einem Mann hier im Partnerschaftsbereich. Mai 2020, Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist Zielerreichung, Öffentlichkeit, Berufung und hier hast du Gespräche, Kontakte, eventuell Vertrag.
Venus übergeht im Krebs. Und das kann bedeuten, dass du dich zurückziehst von Partner oder er. Kann auch bedeuten, dass du hier deine Geheimnisse hast oder du bist geheimnisvoll oder karmischen Themen in die Liebe, Partnerschaft oder Kontakt mit einer weiblichen Person und sie erzählt ihre Geheimnisse. Das ist natürlich auch möglich. Am 12. Mai wird Saturn rückläufig. Und diese Rückläufigkeit bedeutet wieder Vergangenheit und karmischen Themen. Und Saturn ist schon in Saturn ist schon im Wassermann. Saturn wirkt hier auf dem Aufbereich Liebe, Partnerschaft und diese Rückläufigkeit von Saturn hier löst aus Themen von Vergangenheit, eventuell karmischen Themen, karmischen Vergangenheit. Saturn war im April schon hier im Wassermann. Das habe ich übersehen. Also ab April 2020 ist Saturn hier im Wassermann und wirkt auf Thema Liebe, Partnerschaft. 14. Mai wird Venus rückläufig. Und das kann bedeuten, dass etwas bremst in die Liebe, Partnerschaft oder karmischen Themen oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Bei Venus-Energie erlebst du das entweder in die Liebe, Partnerschaft oder dass eine Frau kehrt zurück von die Vergangenheit und hast wieder Kontakt mit ihr. 15. Mai wird Jupiter rückläufig. 7. Mai ist Vollmond in Skorpion. Thema, deine Wohnsituation wird hier beleuchtet. 14. Mai ist Halbmond im Wassermann. Spannung in die Partnerschaft oder du zweifelst daran. 22. Mai ist Neumond in Zwillingen. Nachdenklich sein über deine Wünsche oder über Freundschaften, genau. Also Wunsch kann auch Partnerschaft sein, ganz klar. Also nachdenklich sein über deine Sehnsüchte, Hoffnungen, Wünsche oder nachdenklich sein über Freundschaften. Wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen? 30. Mai ist Halbmond im Jungfrau. Halbmond ist immer Spannung. Achten auf die Finanzen, dass das nicht verloren geht und auch zum Werte, dass du Wertschätzung bekommst. Liebe Bialiria, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.